Servus Leute, Unterlöchchen und willkommen zu meinem zweiten Wochenabschluss im Monat Dezember. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe mir jetzt auch wieder einen Tee gemacht und ja, ich habe mir meine spanische Orange wieder gemacht. Ich liebe diesen Tee einfach und weil ich auch großen Durst habe, habe ich hier noch meinen, ich kann es nur so weit kippen, meinen Maßkrug gemacht mit Leitungswasser drin, weil ich trinke wirklich sehr, sehr viel. Und da ist dann das Ding hier natürlich sehr praktisch. Jetzt zeige ich euch mal, was wir alles eingekauft haben. Beziehungsweise vorher muss ich ja noch auf mein Konto gucken und schauen, ob da jetzt irgendetwas noch abgebucht wurde. So. Dann gucken wir einfach mal. Und das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ihr habt mich auch nicht daran erinnert. Das ist schade. Zu dem Gewinnspiel kommen wir dann übrigens gleich noch. Ich werde jetzt erstmal schauen, ab wann ich überhaupt, weil das habe ich nämlich auch total vergessen zu machen, ab wann ich überhaupt gucken muss. Ich muss ab dem 6. gucken und da habe ich jetzt hier auch schon ein paar Sachen, die abgebucht wurden. Okay, dann habe ich einmal die Investition hier. Die wurde am 6.12. abgebucht. Trade Republic ist auch am 6.12. abgebucht worden. Und dann hatte ich hier noch etwas. Genau, ich habe mir nämlich dann doch noch etwas gekauft und zwar einen neuen Pulli. Ihr könnt ihn leider nicht sehen und vielleicht mache ich sogar noch ein Foto auf Social Media. Er ist so flauschig. Ich mag ihn einfach. Er ist wirklich total weich. Ich habe jetzt drunter noch was an, weil wir vorhin noch einkaufen gewesen sind und dann ist es doch ein bisschen kalt gewesen. Drum habe ich da noch etwas drunter gezogen. Und da habe ich dann hier bei Kleidung, das ist am 7.12. abgebucht worden. Insgesamt Bonprix. Über Bonprix habe ich natürlich wieder Cashback bekommen. Den Link dazu findet ihr auch einmal unten in der Infobox. Da nutze ich ja sehr gerne IGRA, wenn ich online etwas einkaufe. Und der ganze Einkauf hat mich insgesamt 30 Euro ohne jetzt den Abzug von dem Cashback und 21 Cent gekostet. Dann wurde bei Amazon noch was abgebucht und ich weiß gerade nicht was, aber ich glaube, dass das die Bücher für die Große gewesen sind. Denn, oh, ich muss ein bisschen leiser sprechen. Denn das ist noch ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja das Weihnachtsgeschenk von uns, haben wir ja schon. Da kriegt sie ja was vom Playmobil von Bug. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, sie hätte auch noch gerne etwas, also zusätzlich noch. Ich dachte mir, naja, das könnte vielleicht doch ein bisschen viel sein, aber okay. Und ja, das sind die zwei Bücher gewesen. Einmal ETF für Kinder und Jugendliche. Ich verlinke euch die Bücher auch gerne mal unten in der Infobox. Und dann noch Börse für Kiddies sozusagen. Und das ist abgebucht worden. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz reinschauen. Okay. Amazon. Dann schreibe ich hier mal Bücher auf. Das ist einmal hier am 7.12. abgebucht worden. Ich schreibe mal Bücher hin. Eigentlich nicht. Ich müsste das ja eigentlich von meiner Mutter wieder zurückbekommen. Das habe ich noch gar nicht angefragt. Ich schreibe es trotzdem einfach mal auf. Das waren einmal 10,78 Euro. Zumindest wurde der Betrag abgebucht, aber ich habe gerade reingeschaut und die Bücher sind eigentlich preiswerter gewesen. Und das andere war nochmal Bücher. Gut, eigentlich hätte ich Buch hinschreiben können. Ach naja, ist jetzt aber. Und das waren dann 9,31 Euro. So. Und, oh Gott. Uiuiui. Ich glaube, ich werde mich leicht erkälten. Das ist nicht so schön. Und dann wurde das Sushi noch abgebucht, was wir uns bestellt hatten. Das war am 10.12. Da hat meine beste Freundin auch mitgegessen. Und sie hat dann ihren Beitrag auch dazu geleistet. Und insgesamt hat uns das dann 52,40 Euro gekostet. Übrigens auch hier bei Lieferando war Cashback bei Vivid mit dabei. Richtig, richtig gut. Also da haben wir uns auch sehr darüber gefreut. Mehr kam ehrlich gesagt auch nicht zustande. Das ist wirklich sehr wenig gewesen für unsere Verhältnisse. Ja, doch, sehr, sehr wenig. Jetzt kommen wir zum Einkauf. Und wir sind
heute am Samstag, also ich drehe das Video einen Tag vorher für euch vor, am 11.12. sind wir beim Lidl gewesen. Und wir haben auch an sich sehr preiswert eingekauft, denn insgesamt hat uns der Einkauf 37,86 € gekostet. Aber da können wir noch 2,27 € davon abziehen, theoretisch, denn das haben wir als Cashback über Vivid erhalten. Somit haben wir jetzt halt noch ein Budget. Ich rechne das mal ganz kurz aus und ich glaube, ich bestelle mir wirklich noch diesen Taschenrechner. Ich will den unbedingt haben. Ich finde ihn so zuckersüß. 353,62 € minus die 37,86 €. Also haben wir noch 315,76 € übrig für den restlichen Monat. Und da wir ja relativ viel Geld jetzt auch da auf der Karte haben, werden wir... Wo ist jetzt mein anderer Umschlag? Cool. Okay, das werde ich dann später auseinanderklabüstern. Alles klar. Dann rechnen wir jetzt einfach mal ganz kurz aus, wie viel wir denn diese Woche überhaupt ausgegeben haben. Einmal die 37,86 € vom Einkauf, dann die 10,78 € und 9,31 € des Sushi, was abgebucht wurde, und dann noch Bonprix mit 30,21 €. Und dann kommt ja noch das hier mit dazu, das rechne ich ja auch mit rein. Die eine Investition mit 75 € und bei Trade Republic sind 190 € drauf gebucht worden. Also haben wir in der zweiten Woche jetzt 405 € ausgegeben. Ich glaube, ich sollte die erste Woche auch mal mit einrechnen. Einfach damit das Bild wirklich stimmig ist. Das mache ich jetzt nochmal ganz kurz und fertig. 217,02 € haben wir in der ersten Woche ausgegeben und in der zweiten Woche haben wir ja fast das Doppelte ausgegeben. Aber an sich bin ich mit diesem Monat, zumindest bis jetzt, ich klopfe mal auf Holz, sehr zufrieden, denn so viel haben wir gar nicht ausgegeben. Ich zügel mich auch gerade etwas. Mir fällt gerade auf, dass die Kerze nicht brennt. Schande über mich. Und wo sind die Streichhölzer? Es sind keine, doch, da hinten. Es tut mir leid, es ist der dritte Advent und ich habe nicht mal eine einzige Kerze an. Das ist schon echt schade. So. Mir hat auch noch jemand geschrieben, beziehungsweise kommentiert, ja, ich sollte die Kerze vielleicht ein bisschen länger brennen lassen. Ja, das wäre vielleicht eine Option. Zur Not stelle ich sie dann einfach in den Ofen. Dann schmilzt sie schon wieder nach unten. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Neuerung. Das möchte ich euch auch noch kurz zeigen, bevor es dann zu dem Gewinnspiel gibt. Bevor es dann zu dem Gewinnspiel geht. Und zwar habe ich jetzt hier bei meinen Spar-Challenges auch noch etwas Neues. Da kommt jetzt hier hinten meine Geldwäsche noch mit rein und auch den Urlaub. Ich bespare den Urlaub zwar digital, also online, aber ich möchte das Ganze dann doch noch ein bisschen festhalten und deswegen habe ich mir das jetzt hier einfach reingepackt. Und nicht nur eine Verlosung wird es heute geben, sondern ich möchte euch auch noch sagen, dass in meinem Shop, also in meinem Etsy-Shop, den Link dazu findet ihr auch unten in der Infobox, ganz, ganz viele neue Tracker online gegangen sind. Ich habe das Ganze ein bisschen überarbeitet, auch von der Größe, von der Qualität her nochmal ein bisschen hochgeshoppt und angepasst. Und ja, hier seht ihr zum Beispiel auch die Sparwäsche bzw. Geldwäsche. Challenge, da habe ich ja schon, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro habe ich jetzt da insgesamt schon drin. Das Geld kommt natürlich in meine Spardose, die ich dafür extra gemacht habe. Aber ich möchte das Ganze hier auch nochmal in dem Tracker hier, ja, visualisieren. Dann habe ich das immer vor Augen und sehe, okay, so und so viel Geld ist schon da. Die Große hat heute eine Wäsche gewaschen. Sie muss natürlich nichts reinwerfen. Aber sie mag das und da muss ich noch gucken und sie fragen, was sie da reingeworfen hat, dass ich das später dann noch ausmalen kann. Und hier hinten sind wir dann bei dem Urlaub. Das ist jetzt noch der alte Tracker, den ich hier verwende. Und auch hier möchte ich dann den Sinking Fund nutzen. Den muss ich noch überarbeiten bzw. aktualisieren. Und dann kann ich das auch, ja, nutzen. Und ich finde die Farbe von dem Stift echt mega cool. Die reflektiert so. Und ja, das gibt es auf jeden Fall jetzt Neues hier zu sagen. Einfach nur, dass das bespart wird. Und was es auch gibt, diese Sachen hier, aber jetzt nicht so, sondern natürlich, wenn ich es finde,
Das ist jetzt das beste Beispiel hierfür, weil alles ist nämlich in dem anderen Design. Das Ganze gibt es jetzt nämlich nur mit Schrift. So, da könnt ihr euch die Farben, die ich jetzt momentan zur Verfügung habe, ich habe jetzt hier oben zum Beispiel auch noch was, ich habe noch Gold, ich habe auch noch so ein Silber, das ist auch ganz cool. Das muss ich noch aktualisieren. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht reingetan. Das Silber, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe Silber in Metallic, aber... Oh, da oben ist ein Weberknecht. Ich mag keine Weberknechte. Genau. Das werde ich dann noch aktualisieren. Das hier sind nur Beispiele. Ich habe mich da auch mal ein bisschen ausprobiert. Und das wird dann von der Größe her, wenn ich es finde, es ist natürlich nicht da. Von der Größe her würde es natürlich den kompletten Tracker hier... Also ungefähr so, jetzt natürlich nicht bis zum Ende hin, sondern schon sehr human, dass man es gut lesen kann. Und ihr könnt euch natürlich auch entscheiden, ob ihr eventuell es lieber so haben möchtet. Denn ich persönlich finde es so viel schöner, weil man es einfach besser lesen kann. Aber manche mögen das schlichte Design eher. Deswegen habe ich beide Varianten online. Also da könnt ihr euch jetzt endlich, weil mich auch einige gefragt haben, an solchen Umschlägen erfreuen. Und was es dann auch noch bald bei mir auf dem Shop gibt, ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffen werde, aber wahrscheinlich nicht, diese Budget-Dinger, diese Budget-Hefte, die wird es dann auch bald auf meinem Shop geben und natürlich auch individuell anpassbar. Da werde ich auf jeden Fall noch einiges finden. Und nicht nur die, es kommen auch noch andere, aber lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Ich zeige euch jetzt mal einen kurzen Einblick, was es so bei mir geben wird. Die alten Tracker, die kennt ihr ja schon, aber was jetzt da zum Beispiel auch neu ist, ist einmal hier diese 52 Wochen Spar-Challenge. Die habe ich eigentlich schon länger in meinem Programm gemacht, aber irgendwie dann immer total vergessen, es online zu stellen. Und das habe ich einmal in einem etwas schlichten Design, also wirklich komplett in Weiß für diejenigen, die es sehr schlicht haben wollen. Und dann noch so ein kleines bisschen in Farbe, aber nicht too much. Einfach, dass das Ganze noch ein bisschen, ja, freundlicher sozusagen aussieht. Das gibt es unter anderem neu auf meinem Shop. Dann gibt es hier diese Tracker auch einmal in ausgedruckter Variante. Nicht nur hier so bunt, sondern natürlich auch ein bisschen schlicht, weil der eine oder andere es vielleicht eher etwas schlichter haben möchte. Dann habe ich das Ganze hier auch noch in Weiß und ansonsten eben hier relativ bunt mit so einem schönen Meer als Hintergrund. Da kommt man dann gleich ein bisschen mehr in Urlaubsstimmung. Alle anderen Tracker habe ich übrigens auch von der Größe her angepasst, vom Design her an sich, also auch von der Qualität ein bisschen hochgeschraubt. Und was jetzt dann auch komplett neu ist, was ich auch für mich selber nutzen möchte, sind unter anderem diese Tracker hier. Einmal Coffee at Home, das hätte ich ehrlich gesagt früher echt gebrauchen können. Jedes Mal, wenn ihr einen Kaffee daheim trinkt und ihn eben nicht bei Starbucks, McDonald's oder sonst wo holt, könnt ihr 2,50 Euro ansparen und dann einfach die Kaffeetasse ausmalen. Ich habe das Ganze einmal hier so mit Kaffeebohnen im Hintergrund und auch noch hier, wo ihr das Ganze selber euch ja an ein Budget festlegen könnt. Und da könnt ihr sagen, diese eine kleine Münze sind jetzt halt 1 Euro und für jeden Kaffee, den ihr zu Hause trinkt und macht und eben nicht bei Starbucks holt, könnt ihr euch da eine Münze dann ausmalen. Was jetzt halt auch... für mich eigentlich ganz gut wäre, Eat at Home. Eat at Home, ja. Denn, vielleicht eventuell bestelle ich doch ein bisschen viel, beziehungsweise wir. Und jedes Mal, wenn wir zu Hause essen, anstelle uns etwas zu essen zu bestellen, kommt hier dann 1 Euro rein. Oder 2 Euro, je nachdem, welches Budget ich mir da festlegen werde. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen werden, bis der Tracker hier komplett voll ist. Was ist denn heute los, Mensch? Dann, passend zu Ostern, habe ich noch eine Eiersuche gemacht. Das kann man natürlich auch für die Kinder verwenden. Also, ja, ich habe mir das sogar so überlegt für die Große, dass ich in der Osterzeit, also wenn es so anfängt, Ostern zu werden oder so Richtung Ostern geht quasi, dass ich dann im Haus ein Osterei verstecke und jedes Mal, wenn sie es gefunden hat, dass sie dann ja einen bestimmten Betrag sozusagen bekommt. Oder was man auch machen kann, einfach nur als
Oster-Challenge als Oster-Spartracker hernehmen und für Ostern eben sparen für das Essen, für ja, das Osternestchen, wenn der Osterhase, der muss ja auch irgendwo das Geld herbringen, um den Kiddies da was ins Nestchen zu legen, und dafür kann man das dann hier verwenden. Einmal in einem relativ schlichten Design, wo man die Ostereier schön bunt ausmalen kann und dann hier noch so gepunktet. Das fand ich ehrlich gesagt total süß. Meine Tochter fand es auch richtig toll, deswegen habe ich den Tracker unbedingt noch mit reingebracht, weil sie es so schön fand, und dann dachte ich mir, ja komm, dann kommt das auf jeden Fall noch mit rein. Dann natürlich auch die Sparwäsche, der ist dann auch im Shop verfügbar. Und was ich persönlich auch sehr toll finde und was ich unbedingt machen muss, ehrlich gesagt, mich ein bisschen mehr bewegen, und hierfür habe ich eine Münzjagd entworfen. Das kann man sich so vorstellen. Für das Paar Schuhe kann man hier sich zum Beispiel entweder eine bestimmte Anzahl an Schritten oder an Kilometern festlegen, und immer dann, wenn man das erreicht hat, kann man hier ein paar Schuhe ausmalen und einen bestimmten Betrag dann einfach ja, in ein Sparschweinchen tun, und am Ende, wenn man den Fuchs quasi gefangen hat, dann sieht man, wie viel Geld man insgesamt angespart hat. Und das finde ich wirklich so toll. Also es soll motivieren, es soll nicht als Strafe dienen. Also wenn ich jetzt nicht rausgehe, mich nicht bewege, dass ich da irgendwie Strafe zahlen muss oder so, das mag ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch sehr kontraproduktiv, wenn man sich dann dafür bestraft. Sondern man sollte eher mit einem Belohnungssystem arbeiten, und dann ja, hat man eigentlich auch wesentlich mehr Motivation und Freude daran, sich überhaupt zu bewegen und sein Pöschchen nach oben zu bewegen. Und was sich dann auch noch geändert hat, ist das Design von den Haustiertrackern, und ich habe auch noch das ein oder andere Haustier mit hinzugefügt. Und zwar habe ich jetzt einmal Hund, dann habe ich einmal die Katze, dann habe ich noch, weil ja, wir früher mal Meerschweinchen hatten, habe ich noch Meerschweinchen mit dazu gepackt. Wir hatten früher übrigens auch Fische, deswegen habe ich noch Fisch mit dazu gepackt, und wir hatten früher Ratten. Ich hatte Ratten, zwei Stück, und ja, also mein Mann sagt, es sieht eher aus wie Raichu, also so ein Pokémon. Ja, und weil wir hier am Dorf wirklich direkt neben einer Pferdekoppel sind, beziehungsweise einem Acker, wo immer Pferdchen reiten, habe ich noch Pferde mit dazu gemacht. Die findet ihr auch so auf meinem Etsy-Shop, einmal in 250, dann in 500, dann in 750 und einmal auch in Blanco. Und ihr könnt mir auch gerne dazu schreiben, wenn ihr die Tracker abgerundet haben wollt, dann kann ich euch die auch abrunden, also die Ecken hier jeweils einmal abrunden. Das könnt ihr mir dann immer gerne dazu schreiben, ansonsten sind die so eckig. Und ja, das war's dann auf jeden Fall mit dem Update, und jetzt kommen wir mal zu dem Gewinnspiel. Und zwar möchte ich auch einmal Danke, Danke, Danke sagen für mittlerweile 2000 Abonnenten. Und ich habe ja gesagt, dass es ab 2000 Abonnenten ein Gewinnspiel von mir geben wird. Das nächste habe ich mir übrigens auch schon festgesetzt, das wird es ab 5000 Abonnenten geben. Und das hier könnt ihr gewinnen, also nicht den hier an sich, sondern natürlich einen neuen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr einmal unten ausführlich in der Infobox, da könnt ihr euch das mal in aller Ruhe durchlesen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmt, einmal müsst ihr natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, dann das Video liken und mir einen Kommentar hier hinterlassen. Das Gewinnspiel geht übrigens bis zum 24. Dezember. Am 24. Dezember wird das Ganze nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Das Gewinnspiel ist in keiner Kooperation mit YouTube. Also YouTube hat mit dem Gewinnspiel hier nichts zu tun, sondern es ist mein Gewinnspiel, was ich mit euch einfach teilen möchte. Und was ich mir dann auch noch vorgenommen habe, weil einfach Weihnachten auch ja die Zeit des Gebens ist und ich schon länger mal am Überlegen war, etwas zu spenden, möchte ich alle Einnahmen, die jetzt dann bis zum 24. Dezember mit diesem Video hier generiert werden, spenden an eine ja, gemeinnützige Organisation. An welche weiß ich noch nicht genau, da könnt ihr mir gerne auch mal unten in die Kommentare einfach schreiben, an welche gemeinnützige Organisation ich das Ganze spenden soll. Und um natürlich so viel Geld wie möglich aufbringen zu können, wäre es super, wenn ihr das Video noch teilt und an Freunde weiterleitet. Natürlich dann auch, dass die die Chance haben, hier an dem Gewinnspiel teilzunehmen und einmal das hier zu gewinnen. Am 24. Dezember wird es übrigens auch auf meinem Instagram-Account eine große Verlosung geben. Aber das kommt dann, wie gesagt, erst am 24. Dezember. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ganz viele von euch mitmachen und dass das Video ja relativ viel Einnahmen kassiert sozusagen, denn ich würde mich sehr freuen, wenn da ein schöner Betrag zusammenkommt, dass ich da jemanden helfen kann und
Ja, ich weiß bloß, dass ich so in die Richtung mit Kinder gehen möchte vom Spenden her, denn gerade an Weihnachten, auch durch die Corona-Zeit, haben relativ viele Kinder darunter leiden müssen und darum möchte ich da an so eine Organisation auf jeden Fall etwas spenden. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare mal schreiben, falls euch da eine super Organisation einfällt, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.